Ja, mein Name ist Gerald Hüther. Ich bin Neurobiologe oder Hirnforscher. Jedenfalls arbeite ich auf diesem Gebiet und versuche, Erkenntnisse aus der Neurobiologie so zu übersetzen, dass sie im normalen Leben von normalen Menschen auch verstanden werden und vielleicht auch ein bisschen umgesetzt werden. Jetzt erst sind wir vielleicht das erste Mal in der Menschheitsgeschichte an einem Punkt gekommen, wo wir keinen mehr finden, der uns beisteht und den wir für das verantwortlich machen können, was wir hier auf dieser Erde anrichten. Und das ist ein sehr interessanter Punkt, an dem wir da angekommen sind. Es ist ein Wendepunkt. Jetzt müssen wir versuchen, doch mit weniger Energie zurechtzukommen. Und das ist in der ersten Stufe sicherlich ganz vernünftig, wenn man da erstmal ein bisschen Energie spart und Windenergie und natürliche Ressourcen besser ausschöpft. Aber in der zweiten Stufe wird das gar nicht anders gehen, als dass wir unsere Art des Umgangs miteinander so verändern, dass wir nicht mehr so viel Reibungsverluste erzeugen und damit so viel Energieaufwand in das System hineingesteckt werden muss. Das ist jetzt noch keine Antwort auf die Frage, wie das Leben entstanden ist. Aber ich glaube auch nicht, dass es darauf ankommt, dass man sich allzu lange mit dieser Frage beschäftigt, weil im Grunde genommen der einzig spannende Punkt an dem Übergang von den nicht lebendigen Systemen zu den lebendigen Systemen darin besteht, dass lebendige Systeme dann eine Möglichkeit gefunden haben, sich selbst zu reproduzieren. Und das ist wieder so ein Grundprinzip, was wir schon aus der Physik kennen, dass sich nämlich evolutionäre Prozesse oder Entwicklungsprozesse immer dahingehend organisieren, dass der Möglichkeitsraum immer größer wird, der dann zur Verfügung steht. Und auch hier sind wir wahrscheinlich im Augenblick an einem Punkt, wo wir unglaublich viele Möglichkeiten inzwischen haben. Das war ja früher nicht so, als Menschen noch nicht so viel Wissen hatten und noch nicht so viel wussten und konnten und auch noch nicht in der Lage waren, in der Natur so viele Prozesse zu verstehen und dann auch zu lenken und zu steuern, sodass wir hier über einen ungeheuren Schatz an Möglichkeiten verfügen. Nur die Art und Weise, wie wir den im Augenblick nutzen, die ist eben höchst fragwürdig. Und wir laufen ja ein bisschen im Augenblick Gefahr, dass wir uns mit diesem Wissen selbst ausrotten. Und da gibt es ein Prinzip, was sich lohnt, dass man es ein bisschen genauer anschaut. Und das heißt ungefähr so, jedes System, was aus verschiedenen Komponenten besteht, also zum Beispiel ein Sternenhaufen oder aber ein lebendes System wie eine Familie, organisiert die Beziehungen der Komponenten zueinander so lange, bis ein Zustand erreicht ist, wo möglichst wenig Energie gebraucht wird, um die Stabilität dieses betreffenden Systems aufrechtzuerhalten. Das ist spannend, weil das bedeutet, dass lebende Systeme dann die ersten Systeme sind, die gewissermaßen selbst die Energie erzeugen, die notwendig ist, damit sie ihre eigene Stabilität aufrechterhalten. Und wenn man das so rumdenkt, dann wird plötzlich auch was ganz deutlich, was wiederum für unser Zusammenleben spannend ist. Menschliche Gemeinschaften machen das eigentlich auch, nur die haben einen Trick gefunden. Man kann sich die Energie, die gebraucht wird, um das System aufrechtzuerhalten, auch von außen klauen. Also man könnte zum Beispiel ein Familiensystem so ungünstig organisieren, und viele Familien sind ja so beschaffen, dass sie also ständig im Streit miteinander liegen, und das würde normalerweise dazu führen, dass das System zerfällt. Wenn sie aber genug Geld haben, dann kaufen sie sich ein teures Auto und ein großes Haus und dann fliegen sie noch ein paar Mal im Jahr in die Südsee und dann bleibt das Ding zusammen. So wie sich das aus dem, was wir in den letzten Jahren aus der Hirnforschung gelernt haben, darstellt, kommen wir alle mit einem unglaublichen Potenzial zur Welt. Das heißt, es sind riesige Vernetzungsoptionen, die bereitgestellt werden, und dann hängt es davon ab, wo man halt hineinwächst und was man davon gebrauchen kann und was einem weiterhilft, was davon stabilisiert und weiterentwickelt wird, und was man nicht braucht, das schrumpelt wieder weg. Die genetischen Programme liefern dieses Potenzial, dass so etwas entstehen kann.
Da werden eben viel mehr Vernetzungen bereitgestellt. Das ist von den genetischen Programmen so organisiert. Aber welche dieser Vernetzungen stehen bleiben und welche dann stabilisiert werden und welche sich dann weiterentwickeln, das hängt eben davon ab, was für Erfahrungen der betreffende Mensch macht. Also man könnte sagen, wofür der sein Hirn dann auch praktisch benutzt. Und das ist eben in jeder Familie ein bisschen anders. Das ist in jedem Kulturkreis anders. Und weil jeder Mensch, und das ist genetisch, einen anderen Körper hat, kriegt auch jeder gewissermaßen ein anderes Hirn. Aber es passt immer, es ist immer richtig. Das heißt, dieses wunderbare Potenzial, mit dem alle Kinder zur Welt kommen, wird entsprechend der Erfahrungen, die sie beim Hineinwachsen in die Welt machen, in unterschiedlicher Weise ausgeformt. Man kann dann auch wieder nicht sagen, besser oder schlechter, einfach nur anders, je nachdem, worauf es ankommt. Das kann sich ja keiner alleine entwickeln, sondern immer nur mit den anderen gemeinsam. Das ist auch etwas, was die Hirnforschung in den letzten Jahren gemerkt hat und was nun auch allmählich bei den Biologen ankommt. Dass evolutionäre Prozesse niemals gesehen werden können aus der Perspektive eines Einzelnen oder einer einzelnen Art, sondern immer nur als ein koevolutiver Prozess, der immer in Gemeinschaft mit anderen stattfindet. Und wenn wir keine solchen Gemeinschaften mit anderen bilden, weil wir uns nicht auf die einlassen, gibt es auch keinen koevolutiven Prozess für uns selbst. Und es gibt keine Co-Kreativität. Und Co-Kreativität ist natürlich die höchste Form von Kreativität, die wir als Menschen entwickeln können, weil wir da gewissermaßen die kreativen Potenziale von unterschiedlichen Menschen zusammenführen. Und das ist ja immer mehr als das, was sich ein Einzelner ausdenken kann. Und auch für diese co-kreativen Leistungen bräuchten wir eine Art des Austausches, die anders sein müsste als das, was wir im Augenblick miteinander machen. Und nur in wenigen Gemeinschaften gelingt es, dass die Mitglieder dieser Gemeinschaften einander als Subjekte begegnen. Und das ist eine völlig neue Art der Beziehung. Deshalb darf man das auch gar nicht mehr Beziehung nennen. Das muss man dann auch wirklich so nennen, wie es ist. Es ist eine Begegnung. Und nur in solchen Begegnungen von zwei Subjekten findet das statt, was wir brauchen, um ko-kreative und ko-evolutionäre Weiterentwicklungen zu erleben und sie auch selbst in Gang zu setzen. Derjenige, der darüber bestimmt, wie das auf mich wirkt, also welche Auswirkungen irgendeine Wahrnehmung, eine Erfahrung auf mich hat, das ist nicht die objektive Erfahrung, sondern meine Interpretation. Das heißt, ich bin derjenige, der mit meinen Vorerfahrungen in die Welt blickt und deshalb sind mir bestimmte Dinge in dieser Welt, die ich dort wahrnehme und erlebe, wichtig. Eine andere Person mit anderen Vorerfahrungen kann genauso in dieselbe Welt gucken und die sieht dort ganz andere Dinge. Also die sieht vielleicht dasselbe, aber ihr sind ganz andere Dinge wichtig. Und nun wissen wir, dass nur das, was wirklich wichtig ist, dazu führt, dass die emotionalen Zentren im Hirn aktiviert werden. Und nur wenn die emotionalen Zentren im Hirn aktiviert werden, kommt es zu diesen Umbauprozessen. Sonst reicht es gewissermaßen nicht aus. Und die emotionalen Zentren im Hirn werden nur aktiviert, wenn es einem unter die Haut geht. Wenn es also für mich persönlich wichtig ist. So. Und wenn man Erfahrungen in ähnlichen Kontexten immer wieder macht, dann wird daraus so etwas wie eine Meta-Erfahrung. Und solche Meta-Erfahrung nennen wir im Deutschen eine innere Einstellung oder eine Haltung. Es können sich im Hirn immer wieder neue Nervenzellen bilden. In bestimmten Regionen bleibt diese neurogenerative Fähigkeit erhalten. Das ist der Gyrus dentatus im Hippocampus. Dort können also immer wieder neue Nervenzellen gebildet werden, wenn die Bedingungen dafür günstig sind. Also unter Stress geht es zum Beispiel nicht so gut. Und zweitens, auch erwachsene Nervenzellen können jederzeit unter gewissen Bedingungen nochmal anfangen, neue Fortsätze zu bilden, neue Verzweigungen zu machen, neue Netzwerke auszubilden und neue synaptische Kontakte aufzubauen und die entsprechend zu stabilisieren. So, das ist eine völlig neue Situation, sodass man sich heute fast was anderes fragen muss. Man muss jetzt nicht fragen, wie veränderbar ist das Hirn, sondern man müsste fast fragen, wie schafft es ein Hirn, seine Grundstruktur zu erhalten, obwohl es sich dauernd verändert. Das ist spannend. Und da kommt man dann sehr schnell in Bereiche, wo man sagen muss, das kann man auch wieder gar nicht allein. Das kann das Hirn zum Beispiel nur mit dem Körper. Wenn der Körper nicht dran wäre, der sorgt dafür, dass das Hirn ungefähr weiß, was es alles zu tun hat. Und in ähnlicher Weise könnte man sagen, das geht auch nur, das Hirn kann auch angesichts der großen Plastizität seine Struktur nur dann halten, wenn der Mensch in einer Gesellschaft lebt, wo die alle einer Meinung sind.
Und dann macht man so weiter wie alle anderen. Und damit ist sozusagen die Art und Weise, wie Menschen zusammenleben, ganz entscheidend dafür, wie groß die Fähigkeit ist, entweder einmal entstandene Netzwerkstrukturen in dieser Weise aufrechtzuerhalten. Das sind dann Stagnationsphasen in der Menschheit, wo die sich alle gegenseitig versichern, dass das total toll ist, wie sie unterwegs sind. Und dann gibt es aber auch Phasen, wo es instabil wird, wo die Gesellschaft sich nicht mehr ganz sicher ist und wo die Menschen nicht mehr ganz sicher sind, ob sie noch auf dem richtigen Weg sind. Und dann öffnet sich das alles wieder und dann wird man wieder frei, auch mal alte Muster, die man bisher in den Bierzelten immer wieder aufgesagt hat, zu hinterfragen. Man ist bereit, auch mal was Neues zu denken und schon kommt wieder Plastizität in das System und es kann sich ein bisschen ändern. Also spannend ist der Umstand, dass gewissermaßen offenbar das Veränderungspotenzial riesig ist und es aber nicht so recht und es aber Gott sei Dank immer auch gebremst wird durch die feste Struktur des eigenen Körpers und auch durch die relativ diese Tendenz von Gesellschaften, feste Strukturen auszubilden. Und wenn das zu steif wird, dann entwickelt sich nichts mehr. Und wenn es zu offen wird, dann entsteht Chaos, dann entwickelt sich auch nichts mehr. Dann hat man zu tun, dass man überhaupt überlebt in solchen chaotischen Strukturen. Gegenwärtig glaube ich, dass sehr deutlich zu erkennen ist, dass die Leute die Nase voll haben von ihrem Individualismus und von diesem ganzen ständigen Kampf um ihr Dasein. Und es gehört nicht allzu viel Fantasie dazu, vorauszusehen, dass Menschen in Zukunft anfangen werden, den Wert von Begegnungen mit anderen Menschen wieder neu zu schätzen. Und dann fangen sie an zu suchen. Nicht, wie ich den anderen über den Tisch ziehen kann, sondern was ich gemeinsam mit ihm in Gang setzen kann. Und das deutet sich im Augenblick schon an. Es gibt eine ganze junge Generation, die auf vieles, was den Alten noch wichtig war, also ihr ganzes privates Eigentum und ihr Auto und ihr Haus, und denen ist das vollkommen wurscht. Die suchen nach anderen, mit denen sie sich zusammentun und wo sie versuchen, auf eine andere Art und Weise miteinander einen ko-kreativen und ko-evolutiven Prozess in Gang zu bringen. Und damit fangen an, wir uns zu verändern. Dann ist dann eben die Wahrung von Besitzständen auch auf so einer gesellschaftlichen und kulturellen Ebene offenbar nicht mehr so vordergründig und wichtig.